Ja, ein herzliches Servus! Ein herzliches Servus, Leute! Willkommen zur nächsten Folge von Hogwarts Legacy. Da tanzt ein... Das ist ein Kaktus, ne? Das ist kein Kaktus. Da tanzt eine Pflanze vor mir herum. Wartet mal ganz kurz. Leviosa. Ich kann ihn nicht schweben lassen, Leute. Bei Professor Ronan muss ich mich melden. Denn bei dem Ronan will ich wohnen, denn er isst gerne Bohnen. Haha, Leute. Ah, da sind sie. Servus. Dann gib mir deinen Auftrag. Komm, Ronan, hör auf, da herumzuwedeln. Können Sie mir einen neuen Zauber beibringen? Ja, in der Tat. Einen wirklich nützlichen Zauber. Den Wiederherstellungszauber Reparo. Der repariert wirklich alles. Jedes Objekt ist im Handumdrehen so gut wie neu. Hm, klingt, als könnte das nützlich werden. Öfter, als man es sich vorstellen mag. Wie Professor Weasley erwähnte, bin ich nicht der Einzige, der Ihnen Zauber außerhalb des Klassenraums beibringen wird, damit Sie mit Ihren Freunden mithalten können. Einige Professoren haben sich ebenfalls bereit erklärt, aber zuvor werden sie von Ihnen vorbereitende Aufgaben verlangen, um Ihre Zauberkunst zu verfeinern. Ich habe einige vorbereitet. Sehen Sie sie sich an und dann melden Sie sich bei mir. Dann werden Sie Reparo im Handumdrehen erlernen. Schauen wir mal. Warum muss ich für Reparo erst Aufgaben abschließen? Keine Unterrichtsstunde kann praktische Erfahrung ersetzen. Und diese Aufgaben werden Ihnen genau das beweisen. Erfahrung ist unerlässlich beim Erlernen einer neuen Magieform. Ja, gut. Ich mache mich sofort an die Aufgaben, Professor. Ja, dann mache ich mich. So, Entschuldigung, Leute. Ja, dann werden wir das auf jeden Fall machen. Sammle das fliegende Blatt in der Nähe der zerbrochenen Statue ein. Wartet mal ganz kurz, da ist ja auch was. Revelio. Da haben wir zum Beispiel irgendwas. Handbuchseite von einer Statue. Lese ich mir mal durch, Leute. Komm doch, hack nicht so viel. So, Wyvernbrunnen. Oh mein Gott. Wartet mal ganz kurz. Ich muss da wirklich schauen. Ja. Die Spitze dieses Springbrunnens im Verwandlungshof ist mit dem Abbild eines Wyverns verziert und dient als Ort, an dem Schüler und Schülerinnen sich entspannen können. Trotz gegenteiliger Gerüchte, die möglicherweise von Sir Cadogan in die Welt gesetzt wurden, handelt es sich hier ganz sicher nicht um den Wyvern von Vie, der von dem lebhaften Ritter selbst erschlagen wurde. Also nicht, okay. Ja, Handbuch 8 von 8 hier, Leute! Sammle Handbuchseiten in Hogwarts. Ist einmal abgeschlossen, Leute. So, da ist irgendwo ein Blatt. Hier, schau mal. Leviosa, das ist die richtige Stelle. Wo ist nur das fliegende Blatt? Warte, es hackt gerade. Ich sehe das nicht. Leviosa. Leute! Wenn er sich die ganze Zeit so hacken wird. Leviosa! Schau doch mal! Leute! Warum erwische ich das nicht, das Blatt? Wenn es nicht die ganze Zeit immer nur so hacken würde, Leute, echt jetzt. Leviosa. Das erwische ich doch nicht. Accio. Accio ist das. Nicht Leviosa. Leviosa ist ja fliegen lassen, genau. Irgendwo muss da noch ein Platz sein. Hier muss irgendwo ein fliegendes Blatt sein. Ja, aber wo? Wo ist da ein fliegendes Blatt, Leute? Ah, da haben wir noch eine Nebenaufgabe, aber da ist es. Schau doch mal. Ach, hier.
Großartig. Sehr gut. Kehre zu Professor Ronan zurück. Aber da haben wir noch eine Nebenaufgabe, die werde ich aber nachher dann gleich angehen. Da weiß ich nämlich von der lieben Flammi, hallo. Liebe Grüße, liebe Flammi, liebe Grüße, lieber Honk. Falls ihr da jetzt zuschaut, weiß ich ja nicht. Es holen wir uns einmal das da. Ronan, bring mir das Reparo bei. Ich hoffe, die ersten Aufgaben haben Ihnen nicht zu viel Mühe bereitet. Ja, nö, ich will mit dir reden. Ich habe die Aufgaben erledigt, Professor. Fabelhaft. Mit Basiszaubern kennen Sie sich offensichtlich aus. Versuchen wir es mal mit dem alten Wiederherstellungszauber, ja? Denken Sie an präzise Aussprache und Bewegungen. Und das Ganze bitte mit Elan. Also dann, Zauberstab bereit. Ja, Sir. Denken Sie daran. Leute. Ihr Zauberstab ist ein Fokus für Ihre Magie. Wunderbar, Reparo. Jetzt habe ich Reparo gelernt. Neuen Zauber freigeschaltet. So, mit dem Wiederherstellungszauber Reparo kannst du zerbrochene Objekte und Teile der Umgebung reparieren. Ja, das machen wir das einmal. Ja, das ist super. Genau so, sehr gut. Wenn Sie das Reparieren üben möchten, versuchen Sie es mit der zerbrochenen Statue in der Nische am Wasser. Angeblich stellte sie Herzschmerz dar. Vielleicht hat das eine verlassene Seele etwas zu sehr aufgebracht. Okay, Aufgaben abschließen. Professor Ronans Aufgabe abgeschlossen. Und ich bin demnächst Stufe 5, Leute. Schaut einmal. Repar. Sehr schön. Funktioniert wie von Zauber halt, was? Cool, oder? Herzschmerz. Schaut einmal. Das soll Herzschmerz. Okay, ja, kann man durchgehen lassen als Herzschmerz, Leute. Jo, bing, bong, bong. So, da habe ich bei ihm jetzt nichts mehr, aber jetzt gebe ich eine kleine Nebenaufgabe an. Und zwar da oben, da weiß ich von der lieben Flammi, noch einmal schöne Grüße, dass eine, ja, herausfordernde Aufgabe ist. Zenobia Noke. Nokia Handy, kennt ihr? Psch. Leute! Ah, mein Handy! Ah! Leute! Wahnsinn, interagieren, servus! Geht's dir gut? Weißt du nicht, wer ich bin? Zenobia Noke, das Mädchen, das alle in der Schule grundlos hassen. Tut mir leid, das zu hören. Also, warum hassen dich denn alle? Alle hassen dich? Warum? Weil Hogwarts voll von Tyrannen und Spielverderbern ist. Leander Pruitt ist der Schlimmste, dieses untalentierte Mondkalb. Ich wollte Freunde finden, also habe ich meine Sammlung in den Gemeinschaftsraum gebracht. Meine Koboldsteinsammlung. Ich hatte gehofft, jemand würde mit mir spielen. Kennst du Koboldsteine? Kleine Kugeln, wie Murmeln. Ein tolles Spiel. Wenn du verlierst, bespritzen sie dich mit stinkender Flüssigkeit. Gemein! Klingt furchtbar. Koboldsteine, interessant. Koboldsteine? Das klingt nach Spaß. Das wollte ich den anderen auch erklären. Menschen können so grausam sein. Nur weil sie mit stinkender Koboldsteinspucke bespritzt werden. Dabei haben sie doch verloren. Imelda ist eine der schlimmsten. Aber Everett und Astoria sind auch schrecklich. Und jetzt haben diese schlechten Verlierer meine Koboldsteine an hohen Orten überall in der Schule versteckt. Ja, die haben wohl überreagiert, sicher. Da haben sie ziemlich überreagiert. Allerdings. Und jetzt weiß ich nicht, wie ich sie allein zurückholen soll. Ich glaube, ich kenne die nötigen Zaubersprüche noch nicht. Aber jemand Talentiertes aus der 5. Klasse könnte mir sicher helfen. Einmal das da, Leute. Schau doch mal. Hast du keine Freunde an der Schule? Nicht wirklich. Nati hat mal Hallo gesagt, aber seitdem kein Wort. Weißt du, wie man sie bekommen kann? Hast du einen Vorschlag, wie man deine Koboldsteine aus ihren Verstecken holen kann? Dann könnte ich sie ja gleich selbst holen.
Wer meine Koboldsteine versteckt hat, kam ja auch da hoch. Okay. Mal sehen, was ich tun kann. Das wäre wirklich toll. Komm bitte wieder zu mir, wenn du alle meine Koboldsteine gefunden hast. Bald kann ich wieder ganz allein Schlangengruben und Boccia-Koboldstein spielen. Ja, aber bitte bespritzt nicht mehr andere Leute. Das ist nicht schön. Obwohl es einfach nicht nach Spaß klingt, Leute. Das ist wirklich so voll cool. Voll Spaß, Leute. Findet Zenobias Koboldsteine. Werden wir das machen oder werden wir das machen, Leute? Ich würde mal sagen, ja, machen wir das. Koboldsteine. Ist da zum Beispiel irgendwo ein Stobold, kein Koboldstein? Nicht, dass ich da irgendwas verpasse oder sowas. Ja. Schauen wir mal. Ich sollte nachsehen, ob ich an hohen Orten in der Schule Zenobias Steine finde. Genau, da haben wir eins. Akio! Ja! Es das hängt ist wieder einer von Zenobias Koboldsteinen. Eins von sechs! Ich nicht, was der Aufruhr soll. Ich habe keine Ahnung, warum die ganzen Vögel das da versteckt haben, Leute. Das... Ja, sicher, also wenn sie hat damit, okay, sie hat Spiele gespielt und die haben halt verloren und die Verlierer werden halt mit diesem schleimigen, ekligen Ding da bespritzt, okay. Nicht jedermanns Sache, aber es ist Spaß, Leute, es ist cool, schließlich haben sie ja verloren. Ich finde das so cool, Leute, ich finde das wirklich super. Ja, aber zum Glück zeigt mir eh der Weg da an, dass ich da was machen, also wo ich jetzt... ungefähr suchen soll. Also es zeigt mir nicht den genauen Punkt an, wo die sein sollen, diese Koboldsteine, aber zumindest ein bisschen wird mir das angezeigt. Und da irgendwo soll der nächste Koboldstein sein. Hagedeleggedeleg. Okay. Gut, dann muss ich da nach oben, schätze ich mal. Ja, natürlich. Gibt's da irgendwas? Revelio! Ich sollte nachsehen, ob ich an hohen Orten in der Schule Zenobias Steine finde. Was haben Sie jetzt vor? Da war irgendwo eine Buchseite. Kann das sein? Dass ich da eine Buchseite gesehen habe? Wartet mal kurz. Ich muss mal schauen, ob ich da irgendwo eine Buchseite gesehen habe. Da haben wir einen Koboldstein. Schau doch mal. Akio. Ja, Zenobias Koboldstein, der nächste. Aber den habe ich jetzt einfach wirklich zu Zufall gefunden, dass der da genau da gewesen ist. Noch vier Stücke. Hä? Da oben, da ist eine Leiter gerade runtergefallen. Wartet mal kurz. Revelio. Gehen wir mal da nach oben. Schauen wir mal rauf hier. Wenn sich die ganze Zeit nur hacken würde, Leute. Was ist denn da oben eigentlich? Da, schau da mal. Sammeln! Labortische oder irgendwas. Handlesemodell. Dieses Standmodell einer Hand soll Schülern bei der Praxis des Handlesens helfen. Je nach Winkel, in dem die Hand gelesen wird, hat sie entweder eine beträchtliche Lebenslinie oder wird in voraussichtlich 14 Tagen sterben. Oh Gott! Kann ich... Oh mein Gott, Leute. Eieieiei. Irgendwie gruselig. Ja, da unten soll irgendwo ein Koboldstein wieder sein. Kann ich irgendwie... Ich sollte nachsehen, ob ich an hohen Orten in der Schule Zenobias Steine finde. Ja, aber wo, ist die Frage, ne? Schau doch mal, da oben. Ach hier. Jawoll. So, der nächste... der nächste ist da unten. Oh mein Gott, Leute. Hallo. Servus. Ich will...
zum nächsten Koboldschwein, Stein. So, lass mich schneller laufen. Ja, wenn ich jetzt schneller laufe, dann hackt's. Schau mal, es hackt wieder. So, da oben irgendwo. Servus. Where are you? Who are you? Servus, was ist da? Okay. Na, schauen wir mal. Wo die Koboldgeschweine sind, hackt nicht so viel, Spiel. Wartet mal kurz, ist da, kann man das Bild da auch irgendwie... Aha, das sind Kobolde. Schau mal, das sind Kobolde auf der Schoß oder auf dem Sessel von der einen Dame. Hey, voll süß. Werden das als Haustiere gehalten, Leute? Ist da auch irgendwo ein Koboldstein? Ich sollte nachsehen, ob ich an hohen Orten in der Schule Zenobias Steine finde. Irgendwo da. Da, schau doch mal. Ach, hier. Na bitte, der nächste. Ja, ist ja cool. Schau doch mal, da haben wir wieder sowas. Leniose. Sehr gut. Handbuch, weitere Sammle-Handbuchseiten in Hogwarts. Welche war das? Stufe 5! Oh, Leute! Na, ist das grandios! Ich bin Stufe 5. Schau nochmal. Hey, das sind die Zaubertreppen. Die gibt's ja auch bei Harry Potter. Diese Zaubertreppen. Na, komm doch. Zaubert euch her. Hallo, Zaubertreppen. Überall. Ganz nach oben? Echt jetzt? Rollen, was ist da? Achso, ja, genau. Nehmen wir mal ein Pferd. Ah, da haben wir wieder was zum Enthüllen. Ich habe keine Ahnung, wo die ganzen Enthüllungen sind. Also ich weiß nicht... nehmen wir mal da, Ravenclaw, ne? Das Zeichen. Revelio. Das zeigt er mal. Da unten zeigt er mal. Nö, das ist nur so eine. Ein Globus. Sind wir da? Okay, da muss ich noch weiter nach oben. Wart in der großen. Turm der großen Treppe. Hey, da bin ich ja jetzt da quasi. Aua, quasi da. Da wo ich noch nie war, in so einem Turm, Leute. Ja, hakt nicht so viel. Ich sollte nachsehen, ob ich an hohen Orten in der Schule Zenobias Steine finde. Irgendwo da. Da haben wir einen Trophäenraum. Da, schau doch mal. Ach, hier. Zenobias Koboldstein. Da haben wir noch irgendwo einen. Nur wo ist der? Hier, Leute. Ja, bitte. Super. Der letzte von Zenobias Koboldstein. Ich sollte zu ihr gehen. Ich habe alle gefunden. Kehre zu Zenobia zurück, aber nicht bevor ich mich da nicht umgesehen habe. Schaut mal, was ist nämlich das da? Aufheben. Hogwarts Preis für Kräuterkunde. Oh Gott, in Anerkennung beispielhafter Fähigkeiten. Auf dem Gebiet der Kräuterkunde verleiht Hogwarts diese besondere Auszeichnung an Mirabelle Garlic, Hufflepuff im siebten Jahr. Von Alraunen über Mistelzweige und Bubo-Züblern bis hin zu springenden Knollen. Ihre Arbeit mit der Pflanzenwelt hat alle Erwartungen übertroffen. Ja, mega, Leute, oder? Ja, 7. Klasse, da kommen wir noch hin, schätze ich mal. Revelio. Ah, schau da mal, Handbuchseiten. Was haben wir da für eine Seite? Schatulle des Feuerkelchs.
Der Feuerkelch ruht in dieser uralten, mit Juwelen verzierten Truhe. Er fungierte seit der Gründung des Trimagischen Turniers im späten 13. Jahrhundert als Mittel zur Auswahl der Champions für das Turnier. Ach, und Luft holen. Ja, 5 von 15 Handbuchseiten hier in dieser Gegend gesammelt. Das ist ja, glaube ich, gegendabhängig. Ich bin mir aber jetzt nicht ganz sicher. So, ihr Lieben, aber die Folge ist jetzt gleich aus. Somit schauen wir mal, gehen wir mal wieder zu Zenobia zurück. Zu Zenobia Nokia. Zenobia Nokia. Ach Gott, Leute, da haben wir eine Truhe. Schaut mal. Waldhexerhut. Leute, ein Waldhexerhut. Mir gefällt der aber richtig gut, den ich jetzt aufhab. Ich meine, nicht der, den ich da aufhab, aber. Schaut mal. Was haben wir da zum Beispiel? Ah, da Schlösserknacken 2, oder? Stufe 1. Ja. Vielleicht mal da drüben noch irgendwo hinschauen. Das wäre auch vielleicht toll. Ja, Leute. Ja, schauen wir mal. Alles, was geht. Probier ich einmal. Nö, sonst haben wir da jetzt nichts mehr. Aber da drüben, schau da mal. Schau da mal. Jawohl, die nächste Handbuchseite. Ah, Trollrüstung, oh Gott. Ah, diese ungewöhnliche Rüstung wurde für einen Troll gefertigt. Dass sie erhalten geblieben ist, grenzt an ein Wunder. Denn Trolle tragen normalerweise keine Rüstungen. Ha, und würden sie verständlicherweise in ihrer Verwirrung oder Wut zertrümmern. Ja, wahrscheinlich. Deshalb ist ja das so einzigartig, ne? Dass das diese Trollrüstung ist. Wow, so groß sind die Trolle. Wahnsinn. Die sind ja riesig. Schau doch mal, da ist eine Kiste. Wir haben 52 Münzen dazu bekommen. Na, wenn das nicht mega ist, Leute. Ja, gehen wir mal ohne Umschweife. Also Umschweife wird es sicher weitere geben. Aber in der nächsten Folge geht es dann weiter, Lieben. Weil die Folge ist vorbei. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Sei auch in der nächsten Folge von Hogwarts Legacy wieder dabei. Game over. Bis zum nächsten Mal. Euer Horst, die Basti. Ciao.